Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und den mächtigen Sachsen. Im letzten Part haben wir den Krieg gegen Gallien eröffnet und die wollen wir jetzt auch in Augusta Treverorum angreifen. Das machen wir jetzt ausnahmsweise auch nochmal selbst. Da können wir nochmal eine schöne große Schlacht zeigen an der Stelle. Und wir sind zwar angeblich total überlegen. Die Bundeswehr kommt noch zur Unterstützung hinzu. Man sieht auch, dass das hier eine römische Stadt ist. Die ist ganz anders konzipiert als die Städte, die wir bisher belagert haben. Die hat so ein richtig schönes Schachbrett. So eine typische Kreuzaufbaustruktur, ne? Okay, es sind überwiegend nur Speerkämpfer. Trocken im Schnee, okay, Aufstellung starten. Belagerungen können sich über Jahre. Ja, ja, danke, danke. Okay, wir sehen schon hier, das Ding ist wesentlich besser mit Türmen ausgestattet und so weiter. Und der Platz wird nicht so einfach einzunehmen sein. Wir werden auf jeden Fall mal gerade die ganze Armee ein bisschen weiter hinten aufstellen. So, kommt mal alle zurück. So. Nummer 1. Ja, genau, Steingeschütze sind hier das Mittel der Wahl. Bogenschützen stellen wir hier auf. Ihr lasst die mal fallen. Euch stellen wir hier auf. So, wir nehmen die Speerkämpfer mal mit. Zwei hier. Mal schauen, wo wir zuerst den Turm platt schießen können. Ach so, und du natürlich hier Autofeuer aus, ne? Ist klar. So, du verteidigst hier. Und ihr bitte hier. Und wir kriegen ja noch Verstärkung. Fällt mir gerade mal so auf. Sollten wir uns clevererweise auch auf diese Seite stellen. Denn sonst profitieren wir ja gar nicht davon, dass wir die Verstärkung bekommen. Schau mal gerade, kannst du noch ein bisschen vorrücken? Das sieht doch ganz gut aus. Zu den Waffen, Brüder. Nun sammelt allen Kampfgeist. Ja, ja, halt die Klappe. Ich kann mir die echt nicht anhören, es geht gar nicht. Da ist auch schon, das sind auch schon die Türme defekt. Das ist ja cool. Seht, verbündete Banner. Unsere Verstärkung trifft ein. Exzellent. Feindlichen Tore wurden zerstört. Krass, das ging schnell. Schieß bitte auf den Wachturm. Frage ist, wollen wir noch auf die Mauer selbst schießen? Wir schießen erstmal auf den Turm. Stellen wir mal alle da auf. Wir haben den Feind gesichtet. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Boah, ich würde sagen, das war auch vorher schon relativ günstig. Relativ stabil, das Türmchen da. Komm, ein Treffer, ha? Kein einziger. Geil. Mal gucken, mal hier schnelles Nachladen. Wieder kein Treffer. Aha. Der feindliche Turm wurde zerstört. Ich schieß mal da drauf. So, wir werden jetzt hier die Mauern einschießen. ...16% Schaden. Ich hoffe mal, es reicht für einen Huni, wenn wir noch einen guten Treffer 2er ablanden.
Mit knapp. Ja, gut. So, noch ein Treffer und dann haben wir das Ding da eingeschossen. Okay, exzellent. Die Mauern wurden zerstört. Ihre Verteidigung. Da sieht man jetzt halt, wie dieser Stein-Holz-Erdenwall eingefallen ist. Das ist gut. Jetzt warten wir noch auf unsere Verstärkung. Ich gehe so lange mal auf dreifache Geschwindigkeit. Dann geben wir denen noch eine kleine Ruhepause und dann bereiten wir uns auf den Angriff vor. Löst das mal auf. Schieb mal hier die ganzen Speerkämpfer darüber. Man müsste die Einheiten schon auf der Kampagnenkarte sortieren können, damit die dann in der Schlachtkarte immer so funktionieren. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das geht noch nicht. So, dann sind hier die Schwertkämpfer. Hier kommen die Fernkämpfer. Die Hunde mal nach hinten. Okay. Bogenschützen hat er ja keine da. Ich werde erstmal hier die Munition von den Schwertkämpfern verschleudern. Denn die, die sind immer ein bisschen gefährlich für die eigenen Einheiten. Ach, guck mal, da kommt schon die Kavallerie raus. Können wir einmal auf die schießen mit den Bogis. Der schießt jetzt schon auf mich, ne? Moment mal. Nice. Sexy Speere. Sorry, der musste sein. Ich wäre sonst eines grausamen, fürchterlichen, unerträglichen Todes gestorben. Mal gucken, wer euch hier schützt. Mal kommen nochmal mit den Hundis hier hin. So hier vielleicht. Und komm nochmal hier hin. Ach, mir fällt übrigens gerade was auf. Wisst ihr, an was mich diese große Armee mit diesen... diese große Armee von Kriegshunden, die wir da vorhin gesehen hatten, die erinnert mich an... Ja, okay, gut, ich wollte mich eh gerade zurückziehen. Die erinnert mich nämlich ganz, ganz doll an... an Rome 2. Da war das nämlich so. Ja gut, jetzt können die offenbar beide da hochlaufen. Da war das nämlich da auch so, dass am Anfang die KI riesige Armeen von Kriegshunden gebaut hat. Nee, warte, diesen hier. Komm, hier zieh dich zurück. Hast deine Schuldigkeit getan, okay. Er zieht sich auch so zurück. Das ist eine Schande. Aufkriegen! Bewegt euch!
vollkommen flüchte. Vorsicht! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Oh nein! Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart. Zu Gott bereit! Wir töten sie alle! Unsere Männer lösen sich! Die Erde rot mit ihrem Blut. Schießt auf sie! Ich weiß nicht, warum der jetzt da reinrennt, aber ist okay. So, wir werden jetzt die Mauern einnehmen. Hört, Wachter! Sehr witzig. Das sind jetzt 90 Einheiten, die flüchten. Okay, das dürfte dann wohl an den Brandpfeilen gelegen haben. Ich schieße ja eigentlich auf die Seite. Macht aber nichts. Wir haben noch eine weitere Einheit, die wir da hinterher schicken können. Komm mal hier mit dem Pieps her. Ich weiß nicht, ich finde, manche Sachen klingen einfach so merkwürdig, was die Einheiten so von sich geben. Für mich ist es jetzt der Pieps her. Wow. Wow. Nee, nicht da mittendurch. Ja gut, die machen das richtig. Nee, du machst das falsch. Du machst das richtig. Nee. Nee. Warte mal noch. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, ich hab's ja gecheckt. Mann, ey. Macht Lärm wie eine Tüte Mücken, ne? Nee, bleib da stehen. Wo sind sie, die Flüchtenden? Mistkerle. Alle auspeitschen lassen nach der Schlacht. Alter. Also ich verstehe diesen Kritikpunkt schon, dass man dann bei so einem Getümmel nur noch recht schwer erkennen kann, welche Einheiten jetzt hier zu wem gehören. Warte mal, wo sind die Kriegshunde? Ich stelle die Kriegshunde hier rüber. Stopp. Hartwächter! Also echt die Synchro. Es ist mein Lieblingsthema. Warum verliert ihr? Das ist unmöglich. Okay, dann lauf halt da durch, in Herrgotts Namen. Hat er das jetzt selbst angezündet? Das sieht fast so aus, ne? Oder irgendwie ist da so ein Querschläger gelandet. Stopp, da drüben! Halt! Hier, da. Und du da. Da komm. Komm, lass mal die Hunde los. Wir müssen jetzt irgendwie nur durch die eigenen Reihen durch. Ich hoffe, die greifen jetzt meine Jungs nicht an, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Hartwächter! Lass sie mal da. Das ist nämlich halt auch so eine Sache, weißt du, wenn du natürlich irgendwie hingehst und so ein
so ein russisches Synchronstudio. Ich glaube, es war ein russisches Synchronstudio. Es war, oder, nee, das Synchronstudio hat russische Synchronsprecher genommen. So rum war es. Wenn du halt hingehst und die das dann synchronisieren lässt, da ist halt klar, da können die natürlich nur so 5, 6 verschiedene Sätze halt sagen, weil ich meine, das ist natürlich auch schon ein gewisser Aufwand dann, das müssen die auch lernen und das müssen die dann irgendwie aufnehmen und so weiter und so fort. Und ich verstehe schon, dass das dann natürlich gewisse Limitierungen mit sich bringt und deswegen hat man hier, die sagen halt alle immer die gleichen Sätze, also ich meine beim fünften Mal tötet sie auch in der gleichen. Also es ist der gleiche Satz von 5 verschiedenen Leuten gesprochen, ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Also, hier, Creative Assembly, ich biete mich an. Ich, brüllen und kreischen und grunzen kann ich auch. Zur Not rülps ich irgendwas ins Mikrofon, das ist... Also, nee, aber da steckst du ja natürlich als Spieleproduzent, steckst du da ja auch nicht immer drin, weil es kann ja durchaus eben schon sein, dass das Studio halt von Sega vorgegeben wird oder so und dann haben die überhaupt keinen Einfluss da drauf, ne? Weißt du, dann können die das selbst überhaupt nicht frei so entscheiden, wie die wollen. Also das muss man auch sagen. Ne, das ist jetzt nicht alleine die Verantwortung von Creative Assembly. Weiß jetzt auch nicht genau, wie die das so dealtechnisch dann ausgeknobelt haben. Schieben wir mal die einen Speerkämpfer dahin. Die müssen ja noch relativ frisch sein. Und die anderen halt hierhin. So, jetzt geben wir mal gerade noch ein bisschen Sprit. Wer ist das? Warum verlierst du irgendwelche Einheiten? Weil er irgendeinen Turm auf uns schießt, glaube ich. So, holen wir uns erstmal den. Stopp, hier bitte, hier lang. Okay, das geht jetzt aber auch so, ne? Komm hier. Nee, hier, da. Ach, die können nicht darüber wegen dieser Barrikade. Dann bitte, einmal die Barrikade angreifen. Oh, Alter. Na also. Ja, der Sieg war ganz, ganz knapp zu haben. Ja, also hier hätte ich bei einer KI-Schlacht viel, viel weniger Einheiten verloren, das ist klar. Aber ich wollte halt trotzdem nochmal eine Schlacht schlagen. Nice. Und tschüss, Taco. Ja klar, besetzen. Meine Heimatstadt. Also komme ich ursprünglich her. Steuersatz plus 6 ist gut. Was hast du da nochmal für Trades? Nee, nicht du, der andere. Nicht die Armee, sondern der General. Ja, das ist aber gut. Ist mit der Elfwünen verheiratet. Und ziehen wir die mal zusammen. Genau, die Zernichter nehmen mal diese Einheit mit. Du hast auch ein Level bekommen, cool. Ich bleib jetzt aber mit dir da stehen. Wobei, ich kann auch hier hoch. Auf das bisschen Verschleiß kommt es, glaube ich, nicht so wirklich an. Er muss aber schon ganz schön weit durch den Schnee laufen. Ich guck mal gerade, wie viel das... Nee, das macht zu viel aus. Komm, wir lassen es. Wir belagern die noch eine Runde und dann ist gut. Und nächste Runde greifen wir noch Agentoratum an. Das machen wir dann auch noch. Machen wir einen Aufwasch. Das müsste aber eigentlich gehen. Wir haben es ja jetzt ja nicht so eilig, ne? Wir haben ja nur noch 2. 2 Regionen. Augusta Trevororum müssen wir umbauen. Das ist ja eine Römerstadt auch. Das heißt, wir werden hier mal den Tempel abreißen. Wir werden das Ding reparieren für unser Holzmonopol.
Dich kann ich für 18.000 kann ich das Ding umräumen? Ist nicht dein Ernst. Bau nicht möglich. Geht sowieso mal gar... Also geht prinzipiell überhaupt nicht. Alles klar. Dann machen wir dich mal weg. Und den Zinngießer, den muss ich auch wegmachen. Also dann den auch einmal abreißen. Jausa, okay. Ja, ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen. Es hat überhaupt nichts gebracht, der Trade, ne? Ist irgendwie, das scheint, ich weiß nicht, ist das ein Bug? Habe ich irgendwas vergessen? Sind ja Infanterie-Rekruten, ne? Es kann sein, dass es vielleicht falsch, dass ein Übersetzungsfehler oder Zuordnungsfehler vorliegt und dass sich das auf Kavallerie-Rekruten bezieht. Ich habe keinen Plan, kann so, keine Ahnung. Aha. Ach da, guck mal. Ganz schön frech, ne? Wird sich ja fast anbieten, gegen die jetzt Krieg zu führen. Ja, dann sind wir halt direkt wieder mit drei anderen Fraktionen im Krieg, ne? Das ist dann schon ein bisschen heftiger. Gerade bei dem Markomann muss man ultra aufpassen. Die Bundeswehr hat Verschleiß bekommen. Horsa ist ältester geworden. Wir haben eine neue Mission, stellt eine Flotte auf. Okay. Was ist hier? Steht mit drei Fraktionen im Krieg. Quark, mache ich nicht. Schmiedet eine Verteidigungsmilitärallianz. Ist Quark, mache ich nicht. Gerichtsvollzieher haben wir. Sie fangen das Einkommen durch Überfälle 3000. Das werden wir nicht schaffen wahrscheinlich. Und Frisia, die haben wir. Passt doch. Also wie gesagt, es ist einfach ultra wichtig. Ah, die haben den Verschleiß gekriegt. Weil die da drin standen. Bewegt euch. Gibt es nichts weiteres? Ach so, ja klar. Die, ja, die heilen ja jetzt nicht, ne? Okay, okay, alles klar. Ja, ich verstehe. Aber warte doch mal. Ja, warte mal gerade. Okay, das Ding bauen wir jetzt um. Das reißen wir ab und das reißen wir ab. Ne, das da kann ich ja nicht umbauen, oder? Doch. Machen wir. Das bauen wir nächste Runde um. Ja. Okay. Dann... belagern wir mal schnell Agentoratum. Du gehst nach Augusta Treverorum. Ja. Okay. Das wäre nochmal eine schöne große Schlacht, aber ich glaube, in Anbetracht der Tat, ich muss die sonst auf den nächsten Part verlagern. Wir sind bei ungefähr 24 Minuten, wenn ich mich nicht irre, ne? Moment mal gerade, wir gucken mal. Genau, verbrennen ihre Hütte. Ach so, die sind das. Ach so, das war der Abriss. Aha. Wir haben noch eine Einheit rekrutiert. Ne, passt, okay. Aiden Kitchen. Aiden Kitchen. Dann machen wir mal gerade Folgendes. Ja, machen wir automatisch. Machen wir ruhig hier Defensivstellung. Ich will die nur gerade plündern. Okay, ausrauben. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Und jetzt könnte ich die theoretisch nochmal belagern.
Ist das korrekt? Visontio gehört den Alemannen. Augsburg auch. Und den Markomannen gehört Juvavum. Ha. Nee. Warte. Warte mal, was soll denn das? Ich hab jetzt zweimal ausgeraubt, einmal eine Null bekommen und einmal irgendwas bekommen. Ja, dafür habe ich immerhin ein paar Mal gewonnen. Wäre jetzt witzig, ob man das exploiten könnte. Dadurch, ob man dadurch einen Bonus auf Integrität oder ähnliches bekommt. Änderung pro Runde plus 32, geil. Also integer sind die Armeen alle, ne? Hm. Ich will euch die Schlacht hier ganz gerne eigentlich zeigen. Ja, dann bau das Ding hier mal gerade um. Das da machen wir in der nächsten Runde. Minus 100 Nahrung hat das Teil hier. Warte, dann sollten wir da vielleicht doch mal so ein bisschen dran gehen, ne? Wo geht die Nahrung denn hin? Minus 20. Minus 20. Das ist echt eine gute Frage. Naja, okay, mal schauen. Achso, wegen dem nee, das wäre in einer anderen Provinz. Kann eigentlich nicht sein. Okay, nee, wir machen hier einen Cut. Und die Belagerung, die will ich ja schon noch... Also ich meine, guck mal, das ist so viel Zeug. Es wird so eine Riesenschlacht, die will ich euch gerne noch zeigen. Wir können auf der anderen Seite auch sagen... Nee, ich will das ja... Ja, ich weiß nicht, will ich die jetzt besetzen? Ich kann es schlecht sagen. Will ich sie unterwerfen? Das ist eigentlich Quark. Warum will ich Argentoratum unterwerfen, wenn ich die ganze Provinz haben kann? Wir sehen uns im nächsten Part mit der Eroberung von Colonia Agrippina. Macht's gut, bis dahin. Pax vobiscum, valete.